Wirklich? Heute, nee, ich glaube, wir sind live, gell? Nein. Nein? Okay. Wie geht's dir? Oh doch, ich glaube, wir sind live. Sind wir live? Warte. Wir sind live. Cool. Ja, hallo ihr Lieben. Damian und ich sind jetzt auch live, nicht nur ihr. Und wir freuen uns total, heute mit euch hier sein zu dürfen. Damian ist unser MEP von Volt, den wir 2019 reinbekommen haben ins Europaparlament, den wahrscheinlich auch unter anderem ihr mit reingewählt habt und der jetzt mit uns heute mal einmal sprechen wird. Ich bin Eileen, ich bin Spitzenkandidatin von Volt Frankfurt und auch Mitglied des Europäischen Vorstandes von Volt. Und ich freue mich total auf dieses Gespräch mit Damian heute, weil wir andauernd gefragt werden, warum tritt eigentlich eine europäische Partei lokal an? Damian, willst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Also ich bin Damian tatsächlich. Ich habe irgendwann mal vor so 4 Jahren Volt mitgegründet. Ich glaube, es ist jetzt echt schon 4 Jahre her. Es war so 2017 im Frühjahr und 2016 haben wir schon drüber nachgedacht. Genau, und dann ging halt diese ganze Reise von den ersten Ideen als irgendwie Studenten, wie, hey, wir wollen eine europäische Bewegung gründen, bis jetzt eben zur Arbeit im Europäischen Parlament irgendwie so von sich vor sich und ja, ich weiß nicht, Aline, es freut mich mega mit dir zu reden, aus 2 Gründen. Der erste ist natürlich, dass es einfach mega geil war, mit dir damals Wahlkampf zu machen für die Europawahlen und es ist immer wieder eine Freude ist, dich wiederzusehen. Ja, Und ich weiß. das zweite ist natürlich, weil ich ja schon Ur-Hesse bin eigentlich, also und deswegen mich besonders freue, dass du jetzt hier Gas gibt es auch auf hessischer Seite und dass du da Bock drauf hast. Und ja, wenn ich den Wahlkampf unterstützen kann, super gerne. Ich glaube, Wenn du du bist willst. gerade Ja, dabei. yay. Tada! Perfekt. Und also wenn du mich fragst, warum müssen wir auf lokaler Ebene antreten, das hängt so ein bisschen damit, vielleicht auch mit der Gründungsgeschichte zusammen oder zumindest für mich in meinem Kopf, weil man diese ganzen Gedankenprozesse natürlich irgendwie passiert sind, als wir darüber nachgedacht haben, ob wir jetzt eine Partei gründen oder nicht. Und für mich gab es immer den Grund, zu sagen, okay, wir müssen eine europäische Partei gründen, weil die Probleme größer werden als sozusagen unser nationaler Tellerrand. Deswegen europäisch, also Migration oder Klima oder Innovationsförderung oder wie auch immer, das kann man alles nicht mehr national angehen, sondern das muss man eigentlich europäisch machen oder europaweit angehen. Aber was daneben natürlich dahinter steht, ist, dass einem diese Probleme ans Herz gehen oder dass man die ernst nehmen möchte und dass man sagen möchte, okay, wir könnten eigentlich theoretisch vom Sesselfurzer zum Politiker werden. Ja, also wir können es irgendwie schaffen, uns aufzuraffen und selber irgendwie zu sagen, hey, geil, wir versuchen es jetzt. Und um diese Probleme halt anzugehen. Das heißt, das, woran ich auch Volt immer messen würde, ist, ob es tatsächlich die reelle Welt verbessert. Und diese Probleme, wie zum Beispiel eins oder Herausforderung, eins, an dem ich zum Beispiel arbeite, also ein europäisches Asylsystem aufzubauen, das ist natürlich cool, wenn man das irgendwie versuchen kann, europäisch zu machen. Aber dass es Leuten in unserem Asylsystem auf allen Ebenen nicht so wahnsinnig gut geht, ist ja grundsätzlich auch wahr. Ja? Also ich wohne jetzt in Berlin, habe mir in Neukölln irgendwie so die Asylsuchendenheime angeschaut. Das sind teilweise immer noch Containerdörfer und irgendwie die Situation, eine Wohnung zu finden oder irgendwie nicht alle 2 Sekunden zum Amt rennen zu müssen, um sich seine Schei neuen Papiere ausfüllen zu lassen. So, die ist genauso wichtig, also sozusagen auf der kleinsten lokalen Ebene wie auch europäisch. Und deswegen glaube ich, wenn man irgendwie Politik machen möchte, wenn man die Probleme ernst nimmt, dann muss man versuchen, überall da, wo politische Entscheidungen getroffen werden, und das ist auf allen politischen Ebenen, eben auch aktiv zu sein. Das ist so der erste Grund. Und der zweite, und dann höre ich auch auf zu labern. Dann kannst du ich labere, glaube ich, Kann unendlich ich endlich labern? weiter. Der zweite ist, für mich ist es super wichtig, dass die Leute irgendwie, wenn sie Volt sehen, halt nicht nur denken, ja, es ist irgendwie so eine europäische, abgehobene Partei, die da so vor sich hin fuselt und so, sondern dass sie halt sehen, okay, das sind diese und diese Leute, das ist die Aline, die hat irgendwie, der ist das und das wichtig und der vertraue ich und die macht hier lokal irgendwie gute Arbeit, ja, wenn du dann gewählt wirst, ja. Und dass dann sagen, okay, und die gleichen Dudes und Dudettes kann ich auch auf europäischer Ebene wählen, im europäischen Parlament und die werden dann da, also ich weiß aber, wer das ist, weil das ist ja Volt, da kenne ich die Aline und die, also, und die kann man auch in Spanien wählen. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal irgendwie umziehe nach, keine Ahnung, Salamanca oder so, dann weiß ich, das ist die gleiche Partei mit den gleichen Werten und die kann ich da auch lokal wählen. So, und das ist ja die Idee und deswegen finde ich es auch wichtig.
Ja, voll. Und ich finde es auch ganz spannend, eigentlich zu sehen, Menschen fragen tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so viel, warum tretet ihr eigentlich lokal an? Schon ab und an, weil Leute fragen irgendwie, was hat jetzt Europa eigentlich mit der Kommunalpolitik hier in Frankfurt zu tun? Aber häufig ist es dann auch relativ schnell geklärt, wenn man sagt, okay, wir haben irgendwie alle die gleichen Probleme, nicht nur in Frankfurt, sondern Madrid hat die auch und Warschau hat die irgendwie auch und da können wir uns austauschen. Und außerdem, wenn du irgendwie findest, dass die EU zu sehr in den Hintergrund gerät, dann mal zu schauen, okay, wenn ab nächstem Jahr es kein Einwegplastik mehr gibt, dann beeinflusst dich das auf deinem Weg zur Arbeit schon direkt, was auf der EU-Ebene irgendwie verabschiedet worden ist. Und ja, ich glaube, das ist uns hier auch ganz wichtig. Ja. Das ist ja auf jeden Fall auch der dritte entscheidende Faktor, ist natürlich zu sagen, ey Leute, dieses Problem, Unterschiede zwischen Stadt, Land oder dieses Problem, ich meine, dass jetzt auch wahrscheinlich weniger Leute in die Stadt reinfahren werden, weil jetzt alle im Homeoffice sind oder so, oder das Problem der sozialen Wohnungsnotbau, wie sagen wir so, sozialen Wohnungsbau, Not, ja, so, deutsche Sprache, sind halt alles Themen, die sind überall relevant oder sauberer Verkehr oder irgendwie öffentliche Verkehrsmittel. Also ich meine, das ist ja alles Themen, die sind uns nicht sozusagen in Frankfurt irgendwie eigen, ja, sondern die sind überall relevant. Natürlich sind die unterschiedlich gewichtet und deswegen ist es auch interessant, halt mit den Städten sich zu den Themen auszutauschen, die halt eine ähnliche Erfahrung machen und vielleicht eben auch schon gute Ideen hatten. Oder vielleicht hat Frankfurt ja auch mega geile Ideen, die wir weitergeben können. Ne? Also gibt es, glaube ich, eben einen großen Mehrwert von sich da irgendwie voneinander inspirieren zu lassen. Und wenn wir jetzt mal, du hattest ja jetzt eben auch schon gesagt, bist ja Hesse. Und da wäre jetzt erstmal so Hessen represent in Brüssel. So. Und was ist so für dich, vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Perspektive mal erzählen, was verbindest du jetzt eigentlich so mit Frankfurt? Und hast du vielleicht konkret, ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil du jetzt auch lange nicht mehr hier gewohnt hast, aber gibt es zum Beispiel konkret Dinge, von denen du sagen würdest, okay, Frankfurt muss darin besser werden? Siehst du da auch schon was von Brüssel aus vielleicht? Also ich bin wirklich nicht der Beste, der sich irgendwie die Probleme gerade, also der behaupten könnte, dass er wüsste, was gerade abgeht. Ja? Ich meine, aus meiner Perspektive finde ich Frankfurt, also um deine erste Frage zu beantworten, eine mega geile Stadt, die mich einfach auch viel geprägt hat und die mir große Freude gemacht hat, auch weil sie sehr divers ist und irgendwie es geschafft hat, diese Diversität auch so ein bisschen positiver, finde ich, aufzubauen. Und weil einfach, und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Städten, in denen ich gewohnt habe, auch Berlin, ist halt eine Arbeitsstadt. Ja, die meisten Leute kommen, also es kommen viele Leute dahin, um zu arbeiten. Und das schafft, finde ich, so einen total aktiven und auch positiven Flair irgendwie dieser Stadt. Das sorgt auch dafür, dass es ein bisschen, also es ist ein bisschen so eine Durchreisestadt ist, dass viele Leute halt eine Station ihres Lebens dafür bringen. Und nicht notwendigerweise halt ihr ganzes Leben, wie das auch bei meinen Eltern zum Beispiel der Fall war. Aber ich finde das trotzdem, ich finde das einen super positiven Punkt irgendwie, dass es so viel aktive, so eine viele junge und aktive Bevölkerung gibt. Irgendwie. Das macht mir große Freude. Was sind so Themen, die man verbessern muss? Also, wie gesagt, ich bin, glaube ich, kein Experte spezifisch für Frankfurt. Ich weiß, dass Kriminalität immer noch ein Thema ist. Ich weiß, dass... lass uns die Frage vielleicht anders stellen. Wo siehst du Potenzial? Boah, ey. Potenzial für Frankfurt, ich meine... Ich glaube, dass, und das ist wie gesagt leider nicht Frankfurt-spezifisch, aber ich glaube, dass wir alle Städte jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren massiv verändern müssen. Ja, also ich bewerte eine Gesellschaft schon immer danach, wie gut sie mit den Schwächsten umgeht. Das ist das klassische Rawls'sche Prinzip. Und ich finde, da kann Frankfurt sich auch massiv verbessern. So, das ist ganz klar und das ist bei anderen Städten auch so. Aber auch wenn es um die Nachhaltigkeit geht, ich meine, als Pendlerstadt ist es einfach super wichtig, dass man neue Konzepte entwickelt und aber auch forciert, die irgendwie dafür sorgen, dass die Leute pendeln können, aber eben... aber halt nicht irgendwie die Umwelt komplett zerstören damit so und auch das Innenstadtleben nicht zerstören. So, das ist, glaube ich, eine große Veränderung, die sich entwickeln muss. Ich muss zugeben, dass wenn ich an Frankfurt denke, denke ich nicht ans Fahrrad. Ja? Also das ist wirklich, glaube ich, eher so ein Bereich, wo es noch sehr viel Potenzial gibt, wo man irgendwie den öffentlichen Nahverkehr irgendwie verbessern kann. Ich finde, was öffentliche Räume angeht, hat Frankfurt natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie schnell Entscheidungen getroffen, die jetzt auch nicht immer nur positiv waren für das Stadtbild. So, da gibt es sicher auch Potenzial, sich irgendwie nochmal zu verbessern.
So, noch eine Frage, die vielleicht auch so ein bisschen du vielleicht auch mit der, ja, ich schätze mal, der Idee auch so von Volt ein bisschen erklären könntest, ist, wie wir uns eigentlich organisieren als Volt und was eigentlich dieses Community Organizing ist und warum uns das so wichtig ist und warum wir das immer wieder propagieren und auch immer schauen, dass das in unsere Methodik einfließt und in unsere Strukturen. Vielleicht ein bisschen mit der Historie von Volt so verbunden. Ja, also im Grunde ist es ja eigentlich so, dass wenn man sagt, okay, man möchte gerne, dass die Leute wieder politisch aktiv werden, so, das ist ja sozusagen meine Grundmotivation, weswegen ich es auch so super geil finde, dass ihr hier in Hessen antretet, ist, das ist so die Grundmotivation, ja, dass man sagt, eigentlich ist, also ich fange nochmal anders an. Seit 1980 haben sich ja die Mitgliedszahlen in den Parteien überall in Europa halbiert und das macht unser System ziemlich fragil. Und deswegen ja, ist es für mich einfach wichtig zu sagen, so, es darf halt nicht nur sein, dass sich die Ränder gut organisieren, also so die halt eher extreme oder extremistische Lösungen fordern, sondern wir müssen halt schaffen, irgendwie die Mitte wieder, die Leute, die halt irgendwie alles so anschauen und zuschauen und eben vielleicht, wie ich gesagt habe, auf ihrem Sessel sitzen, wieder zu mobilisieren, damit sie sagen, okay, wir stärken irgendwie so diese Demokratie an sich und wir beschäftigen oder betätigen uns wieder für Demokratie und wir haben irgendwie Bock, irgendwie in sowas Unsexyes wie eine Partei anzutreten. Ja, ich meine, es gibt ja wirklich nichts Langweiliges als den, also von der Konnotation her, als Politiker oder Partei. Ja, ich weiß gar nicht, warum, wie wir es geschafft haben, das so krass unattraktiv zu machen. Das ist ja wirklich so, also für mich, aus meinem Gefühl raus, war es immer so eine andere Welt, die irgendwie nichts mit mir zu tun hat. Ich lese das in der Zeitung und ich mache so meinen Privatkarrierenjob und ist alles gut. Aber also, dass das wirklich auch meine Welt ist, dieses Gefühl hatte ich nicht, sondern es sind diese Gefühle der zwei Welten. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, okay, wie kriegt man denn Leute irgendwie wieder dazu hin, dass sie verstehen, dass sie in so einer Demokratie, gerade wenn viel weniger Leute mitmachen, viel Macht haben, wenn sie plötzlich wieder mitmachen, ja, viel bewegen können, Macht im positiven Sinne, auch Gestaltungsmacht haben, irgendwas zu verändern positiv und es nicht nur darum geht, irgendwie auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, was ich auch sehr wichtig finde, sondern eben auch wirklich in diese langweilige Politik einzusteigen, dann ist das was Positives so. Und wenn man einsteigen möchte in die Politik, dann gibt es zwei Wege, meiner Meinung nach. Der eine ist, man geht halt wirklich selber hinein, und der andere und versucht halt eben, so wie du jetzt gewählt zu werden oder so wie ich das auch versucht habe, und dann selber was zu verändern. Und der andere ist, man baut eben Druck auf Politiker für bestimmte Themen und macht es für die schmerzhafter nicht zu reagieren, also oder Kosten, also more costly, ich weiß gar nicht, wenn man Deutsch redet, teurer nicht zu reagieren, als tatsächlich vielleicht irgendwie eine Aktion oder sie irgendwie anders zu entscheiden, ja, den Hebel von A nach B zu stellen. Und das für mich sind das irgendwie so die Elemente von Volt und das ist ganz klar durch das Community Organizing getrieben. Und Community Organizing heißt einfach, dass wir halt nicht so eine Leadership-Idee haben von wegen, ich bin oben und ich entscheide herunter auf den, der unten drunter ist, sondern dass wir versuchen, uns so zu organisieren, dass wir Teams haben, die an Themen arbeiten, dass wir versuchen, klare Ziele, gesellschaftliche Ziele und Zielveränderungen zu definieren und dann versuchen rauszufinden, was interessiert eigentlich, also welche Bürgerinnen und Bürger sind davon eigentlich betroffen, was für Lösungen haben die denn vielleicht eigentlich schon im Kopf, also wie können wir einfach ganz klar von Anfang an auch bei der Problemdefinition schon mit den Bürgerinnen und Bürgern reden und vielleicht auch eben bei der Lösungsdefinition und dann einfach zu schauen, so wie kriegen wir jetzt hin, dass wir unsere, halt alle Leute, die halt irgendwie davon betroffen sind, halt irgendwie mitnehmen, ja, und da eben Alliances aufbauen und so weiter. Und das ist für mich schon die Idee, wie auch eine Bewegung der Zukunft und eine politische Bewegung aussehen sollte, dass sie eben versteht, es ist nicht der Trump an der Spitze, der uns irgendwie hier aus dieser derzeitigen Situation in eine bessere führen wird, sondern es ist tatsächlich irgendwie die Macht der Masse, wenn man so will. Ja? Also dass wir alle eben Aktivität fühlen und wieder aktiv werden. Hast du das Gefühl, dass sich das, weil ich weiß genau, was du meinst, weil ich mich auch ganz oft während des Europawahlkampfs, jetzt gerade sind ja keine Panels, weiß ich noch, dass es immer ganz merkwürdig war, da zu sitzen und sich wie so ein Otto-Normalbürger zu fühlen und dann sitzen da irgendwelche hochrangigen PolitikerInnen neben dir und hat sich dieses Gefühl, die sitzen irgendwie hier und ich sitze hier, für dich verändert dadurch, dass du jetzt eben im EP einfach arbeitest?
ist eine witzige Frage nach irgendwie anderthalb Jahren jetzt da, oder fast, wir sind ja schon im Mai, sind neugierig. Boah, ey. Also ich glaube, am Anfang habe ich mich schon noch fremder gefühlt. So. Es ist auf jeden Fall immer noch ein gutes Momentum an Fremdheit dabei. So. Also es ist schon so, dass ich irgendwie so Fremdheit. Auch, also du denkst ja auch so, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst, so, worauf ist deine Identität gebaut? So, ja? Sehe ich jetzt meine Identität als Politiker? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht. Ja? Also ich bin, auch wenn ich so drüber nachdenke, was mache ich irgendwie in der Zukunft, längerfristig oder so, dann kommt erst immer nachhinein noch so rein, ach so, ich bin ja gerade nicht, also ich bin ja nicht mehr in der Wirtschaft, sondern ich arbeite jetzt sozusagen in der Politik und so. Keine Ahnung. Also es ist eine, ja, ist wahrscheinlich ein Prozess. Also ich fühle mich wohl, glaube ich. Bin, glaube ich, gerne da. Ich habe eben das Gefühl, dass es schon mich noch irgendwie Sachen unterscheiden von den meisten anderen, die da so rumlaufen. Nicht, weil die schlechter sind oder besser oder so, sondern einfach, weil sie halt irgendwie einen anderen Kontext, eine andere Konditionierung haben, weil sie halt irgendwie schon lange Politik machen, in den meisten Fällen. Sonst hockst du eigentlich nicht im Europäischen Parlament, wenn du nicht schon irgendwie schon ganz früh Jugendarbeit bei irgendeiner Partei gemacht hast und so. Und so Sachen, das habe ich halt alles nicht gemacht. Also deswegen, ich weiß es nicht. Also ist ein Prozess, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, es läuft irgendwie ganz gut und ich habe das Gefühl, wir können viel bewegen und ich habe auch großen Spaß, mit vielen von diesen anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Das macht eigentlich schon Bock. Ich glaube, wenn sich das aber immer noch, sag ich mal, neu oder nicht wie eine Gewohnheit anfühlt, ist wahrscheinlich auch noch der gesundeste, oder ich kann mir vorstellen, dass eine ganz gesunde Haltung gegenüber diesem ganzen Drehwerk irgendwie ist, dass man da nicht irgendwie plötzlich anfängt, im Automatismus zu arbeiten, sondern plötzlich sich bewusst ist, okay, so was ich hier mache, ist halt politische Arbeit und nicht einfach mein Job. So, das ist es ist immer wieder ein Tanz, ja, weil ich glaube, wir sind ja sozusagen, also sage ich jetzt einfach mal so, keine Revolutionspartei. Ja? Wir sind sozusagen eine Hardcore-Reformpartei. Ja? Wir versuchen, so stark es geht, irgendwie dieses System in eine Richtung zu drücken, die wir es für sinnvoll halten und glauben auch, dass wir dafür massive Reformen unserer, wenn man so will, fast Verfassung brauchen, ja, weil wir sagen, wir brauchen irgendwie eine EU, die funktioniert und so. Also wir sind schon, wir haben harte Reformideale, aber gleichzeitig bin ich kompromissinteressiert. So, ich würde nie der sein, der sagt, okay, ja, nie ist nicht richtig, weil es gibt immer Situationen, wo man sagt, das ist nicht mehr tragbar, ja, aber in den meisten Situationen würde ich halt sagen, okay, wie kriegen wir denn zumindest eine Verbesserung vom Ist-Zustand hin, auch wenn wir nicht zum Soll-Zustand kommen, sozusagen. Also, und dann gleichzeitig aber zu sagen, so wie kann ich frei bleiben im Kopf, um die Themen anzuschauen und ruhig zu analysieren und zu sagen, was ist denn möglich, was ist denn das Maximum, was möglich ist, worüber die anderen gerade noch nicht nachdenken, weil sie vielleicht schon zu sehr in diesem System verankert sind. Das ist natürlich schon so ein Tanz irgendwie. Und da muss man, glaube ich, eben, wie du sagst, aufpassen, dass man frisch bleibt und irgendwie fremd bleibt vielleicht auch. Ja, wir kriegen auch hier schon die ersten Fragen tatsächlich. Und die ersten zwei Fragen sind irgendwie ganz ähnlich. Ich würde die gerade einmal zusammennehmen. Und zwar ist die Frage, wie wir funktionieren und ob unsere Delegierten bzw. die KommunalvertreterInnen sich regelmäßig austauschen. Und ich glaube, vielleicht kann ich da ganz kurz drauf eingehen. Es geht ja jetzt irgendwie um die Volt, wie Volt operationell sozusagen funktioniert. Also es ist bei uns so, dass einmal im Monat alle europäischen Delegierten zusammenkommen und sich austauschen können. Es gibt auch im Grunde genommen eben, es ist eine längere Sache, ich mache dazu aber auch nochmal bald ein Q&A. Wir haben eine europäische Ebene, die eben schaut, dass die Länder zusammenbleiben sozusagen und den Austausch schaffen. Die nationalen Länder, von denen es jetzt 16 offizielle Parteien gibt, die haben trotzdem nochmal ein Gremium sozusagen unter sich, in dem sie sich austauschen und die Teams untereinander arbeiten auch nochmal miteinander, weil wir eben ungefähr die gleiche Struktur auf jeder Ebene haben. Das heißt, wenn wir jetzt ein europäisches Policy-Team haben, dann spricht das auch mit dem nationalen Policy-Team und das spricht dann auch wiederum mit unserem lokalen Policy-Team hier in Frankfurt. Also stets sind eigentlich alle Mechanismen so eingestellt, dass wir so viel wie es geht im Austausch sind und im Abgleich, vor allem im politischen Forderungsabgleich sozusagen. Da ist noch eine Frage, ob wir basisdemokratisch sind. Wir arbeiten nicht rein basisdemokratisch, nicht. Das ist nicht so. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel uns anschauen, wie die Entscheidung zu deiner Fraktionszugehörigkeit gefallen ist, Damian, das war ja, willst du vielleicht noch mal kurz den Prozess erklären?
Ja, also basisdemokratisch ist, glaube ich, irgendwie die Frage, ob man eben immer alles mit der Basis abstimmt. Und ich glaube, das ist also kein besonders effizienter Vorgang, ja, wenn du immer sagst, okay, jede Kleinigkeit muss abgestimmt werden. Aber ich glaube, wir sind in der Hinsicht, tendieren wir in die Richtung, weil wir immer uns, glaube ich, schon fragen bei relevanten Entscheidungen, ist das etwas, wo wir vielleicht nochmal irgendwie mit der Basis reden sollten, weil wir es noch nicht diskutiert haben. Und meine Entscheidung, mich zu den Grünen EFA zu setzen in die Fraktion und nicht zu den Liberalen oder nicht unabhängig zu bleiben als sozusagen am Rand Stehender, waren Entscheidungen, die wir halt an unsere Basis geführt haben und oder getragen haben und gesagt haben, Freunde, das müsst ihr mitentscheiden, weil es ist zu zentral für Bolts Zukunft. Wir wollen gerne, dass mitgetragen wird sozusagen von allen. Und das war echt eine coole Entscheidung. Es war eine richtig lange Diskussion auch innerhalb der Bewegung. Und dann haben wir es über Europa hinweg halt eben abgestimmt mit so einem absurden, komplizierten Preference-System, wo man so seine Preference gegen alle Optionen aneinander irgendwie abstimmen musste. Und genau, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und deswegen sitze ich jetzt halt bei Grünen und EVA und nicht bei den Liberalen. Das war schon die Entscheidung der Basis, ja. Ja, genau. Ich finde es aber auch ganz spannend, weil ich finde, es war sehr gut gemacht, der Prozess vorher, weil ganz oft hört man, dass Leute sagen, warum sitzt ihr eigentlich bei den europäischen Grünen EVA in der Fraktion? Und man weiß das ja nicht. Und bis dieser Prozess losging, wusste ich das zum Beispiel auch nicht, dass man natürlich schauen muss, was einem angeboten wird, wie viel sozusagen Spielraum man hat, was zu tun. Und das unterscheidet sich ja auch nochmal unter den Fraktionen. Und entsprechend muss man da auch inhaltlich natürlich schauen, wie viel können wir dann auch umsetzen und eben nicht nur rein auf den Namen sozusagen. Und ich fand, das war ganz super aufbereitet von mehreren Voltern, die da auch Livestreams dazu gemacht haben, dass man auch Fragen stellen konnte. Also Volter, die sehr Brüssel-affin sind und eben verstehen, was das in der Praxis heißt. Ich glaube, das ist auch ein super wichtiges Element von Bürgerbeteiligung grundsätzlich, dass du eben nicht nur sagst, hier stimme jetzt ab, sondern dass du den Leuten auch dann die Informationen gibst, die sie brauchen, um auch eine ehrliche Entscheidung vor sich selber zu fällen. So, und diese Informationen und dieses sozusagen Informieren, das ist eine super wichtige Aufgabe bei der Bürgerbeteiligung, finde ich. Weil sonst ist es so, ja, keine Ahnung, wir stimmen jetzt halt ab. Das finde ich irgendwie Ja, nicht, nimmt es nicht ernst. Es gibt hier eine Frage im Chat an mich, ob ich jemals einen Mentor hatte oder eine Mentorin, die mich hier im Parlament begleitet hat oder ob ich mir das alles selber beigebracht habe. Ich habe mal so eine Runde gemacht am Anfang mit irgendwie Abgeordneten, die ich cool fand, und habe so gesagt, so hier, was ist denn dein Tipp für mich, wenn du jetzt sozusagen neuer Abgeordneter wärst, was würdest du machen? Und da habe ich schon ein, zwei ganz gute Tipps bekommen. Also zum Beispiel einen, den ich tatsächlich mir ganz, ganz oft im Kopf behalte, ist, wenn du so ein Minoritätsabgeordneter bist. Ja? Also ich bin ja sozusagen in Minderheit in meiner Fraktion mit einer Ein-Mann-Delegation, Damian Böselager, Volt. Und ich bin gleichzeitig sind die Grünen, also sozusagen die fünftgrößte Partei im Europäischen Parlament, also auch keine der Großen. Ja? Wenn man so will. Und wenn man in dieser Situation ist, dann kann man, wenn man auf ein bisschen Visibilität verzichtet, mehr erreichen. Was heißt das? Also, wenn ich immer rumlaufen würde und sagen würde, jede meiner Ideen muss den Stempel Damian Böselager tragen und muss den Stempel Volt tragen, dann könnte ich sehr, sehr viel weniger erreichen, als wenn ich einfach versuche, den Leuten einfach meine Ideen zu füttern oder zu sagen, hier, das wäre doch eine gute Idee und du kannst es auch als deine verkaufen, egal ob du jetzt konservativ, sozialdemokratisch oder liberal bist, ist mir egal, nimm sie einfach, aber setz sie halt um. Ja. Und wenn du dafür bereit bist, halt eben aus diesem typischen Spiel der Politik eigentlich auszutreten und zu sagen, mir ist jetzt gerade die Idee wichtiger und ich will gerne, dass sich was in der Welt verändert, wie gesagt, dann kannst du tatsächlich massiv viel erreichen und um es mal auch ganz doof zu sagen, es fällt auch irgendwann, glaube ich, immer wieder auf einen zurück, wenn man halt eben einfach ein bisschen ja, freundlicher, ein bisschen nicht so getrieben durchs Haus läuft. Ja? Also ich habe eben das Gefühl, wenn man sich gut vorbereitet, das ist dann auch die Frage, hast du dir alles selber beigebracht? Also wenn du dich gut vorbereitest, deine Prioritäten klar setzt und versuchst, ehrlich und freundlich mit den Leuten irgendwie zu reden und versuchst irgendwie zu zeigen, dass du jemand bist, der auch über Dinge nachdenkt, die einem gesagt werden und der versucht, irgendwie Sachen ernsthaft anzugehen und Brücken zu bauen, dann gibt es viele, die im Parlament auch Lust haben, mit einem zu arbeiten. Und dementsprechend läuft es bis jetzt irgendwie alles ganz gut. Und ich glaube, was wichtiger ist als schon institutionelles Wissen darüber, wie so ein Haus funktioniert,
ist tatsächlich irgendwie den Drive zu haben, Dinge anzugehen, zu verändern, neue Ideen zu haben, in dem Rahmen der Möglichkeiten zu schauen, was geht und vielleicht auch den Rahmen zu hinterfragen. So, das sind eigentlich die entscheidenden Fragen. Und dann gibt es natürlich so die Strukturen im Parlament, die dir eh helfen, alles irgendwie hinzukriegen. Ja, egal, ob das jetzt Fraktionsmitarbeiter sind oder irgendwelche Sekretariate der Ausschüsse und so. Also das System trägt dich dann auch schon mit, wenn bei so strukturellen Fragen. Ja. Jetzt gibt es hier noch eine Frage. Was entgegnest du Leuten, die wollt uns neoliberal bezeichnen? Sagen, ja, man muss sich halt immer das Programm anschauen, ne? Dann kann man sich das überlegen. Ja? Also neoliberal ist, glaube ich, wirklich keine richtige Beschreibung dessen, was wir tun. Ne? Also die zwei Konnotationen, die mir bei neoliberal einfallen, sind die halt sagen, okay, wir brauchen sehr viel Freiheit. Der Staat soll sich möglichst zurückziehen und sollte versuchen, den Bürgern die größte mögliche Freiheit zu lassen, auch wenn das bedeutet, dass viel Ungleichheit in der Gesellschaft existieren kann. Und das Zweite ist diese wirtschaftsliberale Idee, dass man eben auch der Wirtschaft möglichst viel Freiraum lassen soll und Sozialsysteme, so gut es geht, zurückfahren soll, Arbeitsmarktregulierung zurückfahren und so. Und das stimmt beides nicht für Volt. Ja? Also ich glaube, wir sind eine Partei mit einem hohen Gestaltungswillen, Gestaltungsanspruch. Unsere Zeit heute mit Covid und so zeigt, dass der Staat auch immer stärker wird. Das ist auch eine gewisse Herausforderung und vielleicht sogar Gefahr. Aber ich glaube, wir versuchen schon zu sagen, so, wir haben irgendwie eine Vorstellung von der Gesellschaft, wie wir sie gut fänden, mit einer funktionierenden, starken Wirtschaft, aber eben auch mit einer, die sozusagen die Schwächsten nicht runterfallen lässt, sondern die halt versucht, allen Startchancengleichheit zu schaffen, aber auch eben dafür zu sorgen, dass niemand am Ende unter unserem System leidet. Und wenn man sich das Programm anschaut, dann sieht man, dass wir das ganz, ganz klar fordern. So, ja. Ja, die Inhalte sprechen ja für sich. Und diese Labels, ich weiß, Aline, haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal drüber gesprochen, aber diese Labels, Digga, das ist echt krass, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute halt denken, sie haben einen verortet irgendwie, wenn sie halt irgendwas sagen, so neoliberal oder ich bin neoliberal oder ich bin Sozialdemokrat und so. Und dann hinterfragst du die einzelnen Themen und dann haben sie unterschiedliche Meinungen zu den einzelnen Themen als jetzt die klassischen Neoliberalen oder die klassischen Parteien und so. Ja, egal. Eine Sache muss ich noch sagen, weil ich die immer wieder witzig finde. Ich habe mal Hayek gelesen, das ist ja so der ultraliberale Professor. Und das die Constitution of Liberty und im ersten Kapitel sagt er, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit meine Idee von einem freien Entscheidung der Arbeitskräfte tatsächlich funktioniert. Also damit sozusagen alle frei sind, um in Verträge einzutreten und auch Arbeitsverträge einzutreten, müssten sie eigentlich keine Existenznot haben dürfen. Das finde ich irgendwie immer witzig, wenn man darüber nachdenkt, was neoliberal eigentlich alles heißt. Ja, du bist ja schon dabei, den ganzen Chat zu lesen. Ich finde aber hier eigentlich die Frage auf Facebook, finde ich gerade ein Momentchen charmanter. Vielleicht kannst du nämlich was genau dazu sagen. Gibt es bereits in euren Augen von Volt umgesetzte Ideen und Maßnahmen? Und wenn ja, welche sind es? Außer, dass der BPB jetzt chancengleich ist. Der Wahl-O-Mat vom BPB jetzt chancengleich ist. Also, das ist natürlich eine entscheidende Frage. Ja, weil ich bin jetzt sozusagen der einzige Abgeordnete im Europäischen Parlament, so was Volt jetzt im Europäischen Parlament rockt, fällt dann sozusagen positiv oder negativ auf mich zurück. Das heißt, das ist natürlich schon eine Frage, die mir sehr wichtig ist. So. Und da gibt es dann sozusagen, muss ich meine verschiedenen Bereiche anschauen. Also, fangen wir mal mit dem größten Erfolg derzeit an. Also ich habe ja sozusagen das Wiederaufbaupaket, das Corona-Wiederaufbaupaket auf europäischer Ebene mitverhandelt. Also sozusagen, ich war da einer der zwei Verhandler der Grünen, Eva, in diesem Verhandlungsteam und habe irgendwie versucht, dafür zu sorgen, dass diese Ausgaben, diese Milliarden, die wir jetzt kriegen, sind 672,5 Milliarden, die über Europa hin verteilt werden, besonders grün und besonders digital oder besonders für Digitalisierung, also für diese Dual Transition, Green and Digitalization ausgegeben werden. Und ich glaube, es ist schon ganz gut gelungen. So, ja? Also wir haben da, es sind natürlich immer alles Kompromisse, aber wir haben gesorgt dafür, dass eben 37% für klimarelevante Sachen ausgegeben werden müssen und dass 20% für Digitalisierung ausgegeben werden müssen. 20% waren wir tatsächlich die allerersten, also mein Büro, die allerersten, die das jemals vorgeschlagen haben. Und dann ging es irgendwie so durch so ein Lauffeuer, durch die Kommission und so weiter. Also das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Und da gibt es auch viele so kleine Sachen. Wir haben zum Beispiel die Methodologie überarbeitet, mit der
grüne Ausgaben gemessen werden. So, das klingt jetzt alles super unspannend, aber es ist halt 260 Milliarden Euro, die jetzt nach dieser Methodologie ausgegeben werden müssen. So, das ist schon ein relativ massiver Impact, würde ich sagen, für einen winzigen kleinen Abgeordneten aus dem, aus einer Nischenpartei noch wollt. Ja? Also deswegen, das ist eine Sache, wo es mir immer am meisten wehtut, ist bei Asyl. Migration und Asyl ist ja so ein Thema, woran ich arbeite. Bei Arbeitsmigration haben wir viel geschafft. Da habe ich schon sozusagen die grünen Positionen geschrieben auf europäischer Ebene und mit den anderen zusammen, aber halt schon irgendwie vorangetrieben. Und habe da viel irgendwie mit reingebracht und habe auch so eine Gruppe jetzt gegründet, um Arbeitsmigration als Thema zu pushen überall und so. Aber Asyl war so eine der Sachen, wo ich dachte, okay, ich bin vor, wann war es jetzt schon, ja, anderthalb Jahren nach Moria gefahren, bevor es abgebrannt ist, und dachte so, ich würde da gerne irgendwie was erreichen, dass da sich einfach im System was verändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt noch nichts verbessert habe, was das Gesamtsystem angeht. Ja? Also hat Aline mehr erreicht als ich für die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge oder der Asylsuchenden. Und das geht mir übelst auf den Sack. Und es ist einfach ein langwieriger, extrem harter Prozess, da überhaupt vorwärts zu kommen. So, ich werde es niemals aufgeben, ich werde es immer weitermachen, aber zu wissen, dass die Leute gerade frieren und dieser Prozess so lahm ist auf europäischer Ebene, das macht einen schon irgendwie ein bisschen wütend und ist irgendwie so das, was ich mir am ehesten als Failure sozusagen vorwerfe, ja, auch wenn es natürlich ein großes Gesamtproblem ist. So, da gibt es noch ganz viele weitere Themen Reform der EU sind wir dran, da eine neue Wahlrechtsakte zu schreiben und so. Das sind alles immer so, es dauert immer alles ein bisschen im Europäischen Parlament, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass so im Rahmen meiner Möglichkeiten ich schon viel mache. Ich glaube, das Gefühl haben wir jetzt als Volta auch nicht weniger. Also du berichtest ja auch regelmäßig, woran du gerade arbeitest und erzählst uns ja auch immer davon. Also ich glaube, du kannst davon ausgehen, dass wir ganz doll stolz auf dich sind, auf eure Arbeit in Brüssel. Nee, aber es ist schon cool zu sehen. Also ich muss auch sagen, so ein bisschen, muss ich jetzt mal gestehen, ein bisschen laufe ich manchmal auch rum auf dem Straßenwahlkampf und sage dann irgendwie so, ja, und wir haben auch schon Abgeordneten im Europaparlament. Und dann ist man direkt schon so, ah, okay, ja gut, die sind ja schon so ein bisschen ernst zu nehmen, ne? Also genau. Ja, ne? Aber es ist ja, also wir haben auch jetzt schon lauter Abgeordnete in Bonn, Köln, München, Bamberg, so, wie heißen die, Stadträte und so. Und, ja, in Koalitionen vor allem jetzt auch einfach. Ja. Dem viel Münster, Bonn, Köln, München sitzen wir überall in der Koalition. Also in der Region. Mega gut, ja. Da müsste man eigentlich, das ist ein guter Punkt, wir müssen eigentlich mal zusammentragen, was die Leute so leisten. Ne? Also aus München höre ich ab und zu, dass er halt immer so Informationszentren für Europa rettet und weiter so Sachen macht, was ich so geil finde, weil er ist auch nur einer von, keine Ahnung, wie vielen Leuten da in diesem Stadtrat sitzen und dann gibt er die ganze Zeit Gas. Aber bei den anderen ist es jetzt ja gerade erst angelaufen und da wäre es echt spannend, mal zusammenzutragen, was es für Erfolge gibt. Das ist ein super guter Punkt, finde ich. Ja, voll. Ich hätte jetzt noch, Moment, jetzt sind gerade so viele... Was würdet ihr Personen entgegnen? Noch eine Frage jetzt Frankfurt bezogen, die ich ganz spannend fand. Oder was heißt spannend, sondern eigentlich relativ leicht zu beantworten ist, finde ich. Die Frage war, wie könnt ihr eine aktive BürgerInnenbeteiligung im Römer mit anderen Parteien durchsetzen? Also ist ja eines meiner allerliebsten Lieblingsthemen, diese BürgerInnenbeteiligung, weil das für mich direkt zusammenhängt auch mit sozialer Gleichheit und Repräsentanz. Und ich glaube, da sind wir werden immer, egal was wir möchten, davon abhängig sein, dass andere mitziehen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass wir es gut ausgearbeitet haben, eine gute Idee haben, wie wir es umsetzen können. Und dann müssen wir die anderen eben überzeugen. Aber das sind, also wir gehen über die ganz normale parlamentarische Arbeit, wenn wir andere überzeugen möchten. Wir machen jetzt nichts Verrücktes anderes. Oder vielleicht habe ich die Frage nicht richtig verstanden, aber dann kann die Person sie nochmal gerne stellen. Wir haben jetzt hier noch eine Frage. Kann ich eine hier vorlesen, die ich spannend finde? Hat jemand gesagt, was würdet ihr Personen sagen, die sagen, warum soll ich warum soll ich eine Partei wählen, die sich für Europa einsetzt, wenn es uns in Deutschland selber schlecht geht? Ja? Finde ich eine super geile Frage, weil es für uns ganz, ganz klar ist, Deutschland geht es dann besser, wenn es Europa besser geht. Ja? Das war auch die Realisierung der EU-Aufbaumittel. Selbst wenn Deutschland sich als reiches Land ganz gut über diese Krise hinweg finanzieren kann, weil wir uns Geld am Finanzmarkt leihen können, weil alle uns vertrauen und so, aber die EU sich nicht erholt,
wird sich Deutschland nicht erholen. Wir exportieren, ich muss nochmal schauen, aber ich glaube, die letzten Zahlen sind immer um den gleichen Dreh, um die 70% unserer Exporte ins EU-Ausland. Das heißt, wenn sozusagen die kein Geld haben, um unsere Sachen zu kaufen, unsere Autos zu kaufen, um es blöd zu sagen, dann wird es auch Deutschland schlecht gehen. Und diese Klarheit zu haben, dass wir eigentlich zusammenhängen und dass wir die großen Themen auch nur angehen können, wenn wir es zusammen machen, dass auch eine Klimarevolution in Deutschland alleine überhaupt keine Auswirkungen haben wird, sondern dass eben viel besser funktionieren kann, wenn man es europaweit machen kann, weil wir auch mittlerweile ein Binnenmarkt sind und keine Grenzen haben und so weiter. Das sind alles so Realisierungen, die einfach wichtig sind. Also ganz kurz zusammengefasst, Deutschland kann es nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Ja, voll. Ich glaube, es gibt ja auch nochmal eine Frage um die Idee zur Europäischen Republik. Möchtest du da gerne nochmal drauf eingehen vielleicht? Du arbeitest ja auch gerade an der Wahlreform, wenn ich mich da richtig dran erinnere, also dass sich das da ein bisschen ändert. Hast du da? Ja, also ich kann das immer ganz simpel zusammenfassen. Ich bin eher kein Theoretiker. Also ich habe zwar mal so halb Philosophie studiert, aber das ist schon eine Weile her und jetzt bin ich, glaube ich, wirklich mehr Pragmat geworden. Also was mir einfach wichtig ist, dass die Leute irgendwie ein System wählen, was sie verstehen. Ja? Also im Grunde ist es so, ich möchte gerne eine europäische Abgeordnete wählen, die sich zum Beispiel, sagen wir mal jetzt ein wahres Beispiel, so FDP-mäßig für Bürokratieabbau einsetzt. Und dann muss es ja so sein, dass die wählen kann und die müsste dann eigentlich zwei Sachen machen können. Das erste ist eine Regierung wählen, wenn sie in die Mehrheit kommt und dann halt eben auch sagen, Koalitionsvertrag, wir wollen Bürokratieabbau und dann gibt es irgendeine Kommissarin, die sie wählen könnte, die dann irgendwie für Bürokratieabbau einsteht. Und sie müsste selber Gesetze vorschlagen können, um Bürokratieabbau vorzuschlagen. Ist immer witzig, wenn man mehr Gesetze schreibt, um dann, egal. Aber, oder irgendwelche Gesetze wieder zurückziehen kann oder wie auch immer. Und das beides geht gerade nicht, ja. Also im Moment ist es so, dass man halt keine Kommission wirklich wählen kann. Also wir können die bestätigen, aber wir können sie nicht, die Regierung nicht stellen. Und wir können selber keine Gesetze vorschlagen. Wir können zwar irgendwie über welche abstimmen und verändern, aber wir können sozusagen nicht vorschlagen. Und das für mich ist ein Problem, weil man halt einfach, weil alles plötzlich so diffus und indirekt ist. Und ich glaube, wenn es eben, also wenn man sich, ich nehme mal das Beispiel Impfen, ja, ist ja gerade ein hoch umstrittenes Thema, was hat die Kommission gemacht, was haben die Mitgliedsländer gemacht und so. Das Problem hier ist, oder also wir können uns innerlich da auch drüber enthalten, aber für mich ist das Accountability-Problem, also die Verantwortlichkeit, das Schwierige. Ja? Weil wenn wir eine normale gewählte Regierung hätten, dann könnte das Europäische Parlament jetzt sagen, unsere Bürgerinnen und Bürger, die werden richtig zornig. Wir gehen jetzt zur Regierung und sagen, ihr passt jetzt besser auf und sagt uns, was ihr hier macht. Oder wir machen ein Misstrauensvotum und schicken euch raus. Oder wir fordern zumindest den Rücktritt von einer Ministerin oder einem Minister. So. Mhm. Und das geht gerade nicht wirklich. Und diese Regierung ist auch nicht wirklich zuständig für die Impfstrategie, weil die eigentlich die Mitgliedsländer zuständig sind. Und die müssen sich dann irgendwie die Kompetenz borgen. Und dann gibt es ein wöchentliches Tierco. Und dann ist eh alles schon verloren mit der Diversität. Mhm. Also ganz simpel zusammengefasst. Wir wollen einfach nur eine parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene und ich glaube, dass das echt dabei helfen würde, EU-Skepsis abzubauen, aber eben auch die Verantwortlichkeiten zu klären und halt zu sagen, so, es gibt eine Regierung, es gibt ein Parlament und es gibt sowas wie einen Bundesrat, der eben dafür darauf achtet, dass die Ebenen drunter nicht angegriffen werden. Ne? Nochmal vielleicht ganz kurz dann auf den Recovery Fund. Jetzt mal bezogen auf uns, wie wir hier in Frankfurt sitzen, wie wir hier auch gerade antreten. Welche Auswirkungen, positiv, negativ, welche Konsequenzen hat dieser Recovery Fund sozusagen für die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts auch in deinen Augen? Also es ist natürlich schon so, dass das Geld jetzt von der Nation beantragt wird, ja, also von den Mitgliedsländern, das heißt in diesem Fall Deutschland, die müssen einen Plan schreiben, wie gebe ich diese Gelder aus? Und in diesen Plan sollten sie dann reinschreiben, welche Projekte sie machen und wo sie das investieren wollen und so weiter. Aber wenn sie das nicht machen, wenn sie, also und dann müssen sie noch reinschreiben, welche Reformen sie umsetzen wollen. So. Und das sind einfach so Themen, die sie jetzt, die wichtig sind. Und da sind wir gerade noch mitten im Prozess und wie sich das jetzt genau auf Frankfurt übersetzen wird, das müssen wir dann eben auch fragen. Ich glaube, wichtig für uns alle ist es, tatsächlich darauf zu achten, was die Bundesregierung in diese Pläne reinschreibt. Und da eben, ja, halt dafür zu sorgen, dass
dass wir irgendwie auch für Frankfurt was rausholen, ja, oder dass wir halt für die Sachen, die uns wichtig sind, was rausholen. Sorry, ich werde die ganze Zeit angerufen, deswegen ist ein bisschen abgelenkt. Sorry, also kannst, alles gut. Also nicht annehmen, das ist mein Tipp. Nee, nicht annehmen. Ein bisschen doof. Ja. Alles gut? Ja, alles gut. Gut. Wir hatten tatsächlich jetzt aber auch noch eine andere Frage. Wenn du beendet möchtest, also wenn du das, ist die Frage für dich jetzt beendet? Ja, die Frage ist für mich beendet. Wir haben hier tatsächlich noch eine Frage, die sich aber eher auf die Bundestagswahl bezieht. Warum soll ich eine Partei, also was würdet ihr einer Person entgegnen auf die Frage, warum sollte ich eine Partei wählen, die 5%-Hürde nicht überwinden wird? Finde ich, ich liebe es, wenn diese Frage kommt, weil ich dann immer sagen kann, haben wir schon, und zwar in Bonn. Wir haben über 5% bekommen in Bonn. Aber ich würde auch schauen, was unsere Bundestagswahlstrategie ist, weil wir uns da ja auch was einfallen lassen. Also wir wissen ja, dass es für eine kleine Partei schwierig ist und werden das auch entsprechend sozusagen annehmen. Aber Damian, du wolltest, glaube ich, gerade noch was dazu sagen, oder? Ja, ich mag diesen Satz so gerne, dass man sagt, wir haben nicht den Anspruch, eine Kleinstpartei zu sein. Ja, das ist nicht unser Ziel, jetzt hier irgendwie immer bei den kleinen Prozentsätzen rumzukrüppeln, sondern unser Ziel ist es tatsächlich zu gestalten. Und gestalten kann man auf verschiedene Art und Weise. Also wenn wir eine realistische Gefahr darstellen für die existierenden Parteien, dann müssen sich die existierenden Parteien zu uns verhalten. Das heißt, eine Stimme für uns ist auch eine Stimme für die Ideen, die wir vertreten. Das heißt, es ist noch sogar vor der Wahl einfach schon relevant, also irgendwie da zu sein und auch aktiv zu sein. Und eure Stimme ist auch dann relevant, wenn wir es nicht dieses Mal nicht irgendwo reinschaffen. Ne? Aber das ist, glaube ich, der erste Punkt, dass dieses Signal der Veränderung und des Veränderungswillens und der Ideenunterstützung wichtig ist. Und das Zweite ist, wir zeigen, dass wir wählbar sind die ganze Zeit über die verschiedenen Wahlen hinweg. Und ich glaube auch, dass wir gute Arbeit machen und dass wir es verdient haben, in Parlamente reinzukommen. Ich muss zugeben, dass mein Respekt davor, eben sich wählen zu lassen und auch über andere Parteien hinweg wählen zu lassen, massiv gesunken ist, als ich festgestellt habe, dass wir eben 90 AfDler und jetzt 88 AfDler im Bundestag sitzen haben. Ja, wenn es 88 dieser Menschen in den Bundestag schaffen, dann frage ich mich halt, dann müssten wir doch eigentlich auf jeden Fall wählbar sein. Ne? Also das ist irgendwie für mich ein entscheidender Punkt. Das finde ich aber eigentlich auch ganz schön immer nochmal. Ich glaube, es geht wirklich nicht am Ende darum, wer jetzt irgendwie, wenn wir jetzt mal langfristig schauen, ein föderales Europa umsetzt, sondern es geht am Ende darum, dass es auf jeden Fall irgendwie umgesetzt wird. Und wenn es dazu braucht, dass wir den etablierten Parteien so viel Druck machen und so gut gewählt werden und so oft irgendwo reingewählt werden, dass sie dann mal nachziehen und auch wirklich für ein föderales Europa pushen, dann ist, glaube ich, schon extrem viel damit gewonnen, weil ich glaube, keiner von uns hat den Anspruch, dass es uns gibt, nur um uns zu geben, sondern wir müssen, also wir haben ein Ziel und das Ziel müssen wir erreichen. Und wenn die anderen dabei sind und das Ziel mit vorantreiben, dann ist doch super. So, und jetzt würde ich noch einmal ganz kurz in einen kleinen Modus gehen, wo ich dich fragen möchte, Damian. Okay, go. Okay, warum, sowas liebst du, Achtung, jetzt kommt's. Warum ist jetzt der Moment, aktiv zu werden? Der Moment, jetzt aktiv zu werden, ist, weil es immer der Moment jetzt ist. Also ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass so Sachen wie dieser Sturm auf das Kapitol in Amerika oder diese Leute, die halt eben vom Bundestag stehen, das sind alles irgendwie Zeichen davon, dass unsere Demokratie unter Angriff ist. Und wer Demokratie stärken will und das nicht nur abstrakt machen möchte, sondern tatsächlich, oder wer das Gefühl hat, er hat irgendein Thema, was einen nervt, also soziale Ungerechtigkeit oder Klimawandel oder, keine Ahnung, kann auch Innovationsunfreundlichkeit des deutschen Staates oder Bürokratie sein oder was auch immer es ist, dann ist der richtige Weg, soziale Probleme anzugehen über die Politik. Also in der Politik entscheiden wir eigentlich sozusagen, hey, wie gehen wir mit den Problemen in unserer Gesellschaft um, größtenteils, so, und was den Rahmen angeht. Und deswegen ist es eigentlich für jeden, glaube ich, sinnvoll, sich politisch zu engagieren. Und ich weiß nur immer noch, wie irgendwie mir verschiedene Leute immer gesagt haben, du kannst dich eigentlich so schwer beschweren, wenn du es nicht selber versucht hast. Und es ist so einfach. Ja? Also jeder, der jetzt gerade hier zuhört, kann einfach sagen, okay, wollte es ganz nett, aber ich finde irgendeine andere Partei cooler. Ich melde mich jetzt beim Lokalverband XYZ oder kann ja auch Volt sein oder irgendeine andere Partei. Und ich versuche jetzt einfach, oder Volt. Aber und es ist mir jetzt egal. Das Einzige, was ich aus diesem Gespräch von Aileen und Damian mitnehme, ist, ich
möchte jetzt hier irgendwie, also ich werde jetzt aktiv. Ja? Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich, dass wir irgendwie schaffen, Leute zu motivieren, zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, Politik ist nicht so weit weg und es ist nicht so ein, es ist nicht die unsexy Partei, sondern es ist tatsächlich jetzt hier lokal für mich möglich, irgendwie Sachen zu verändern. Ich nehme jetzt meine 5 Freunde mit und dann sind wir schon die Mehrheit in den meisten Ortsverbänden aller Parteien so. Und das wäre einfach ein Traum für mich, wenn das halt mehr Leute verstehen, wie nah und wie einfach das ist, Politik zu gestalten. Deswegen ist es auf jeden Fall jetzt und nicht morgen sollte man, eigentlich sollte man heute wahrscheinlich diese rausfinden, wer ist der Ansprechpartner bei mir lokal. Und dann einfach mal sagen, ich komme jetzt mal zum nächsten Meeting dazu. Muss ja nicht direkt Parteimitglied werden, aber ich werde einfach irgendwie, mache da jetzt mit und ich gestalte mit und habe Bock drauf. Ja, und ich finde, aber auch Aktivismus ist ja auch schon mal ein erster Schritt, finde ich so. Also Aktivismus darf man jetzt auch nicht außen vor lassen. Nicht jeder muss irgendwie parteipolitisch aktiv sein, aber Druck erzeugt werden muss halt trotzdem. Wir hatten eigentlich eine andere letzte Frage vorbereitet, aber ich würde jetzt einmal spontan eine andere Frage nehmen, Damian, und zwar eine, die gerade im Chat gestellt worden ist. Damian, wenn wir jetzt nicht Corona hätten auf der Welt, wo würden wir dann jetzt einen Apfelwein trinken während dieses Gesprächs? Erlboy, ja. Boah. Ja, ich glaube, Sachsenhausen wäre schon so meine präferierte Hood jetzt. Ja, das, sonst würde ich, glaube ich, auch in Taunus zu Reetz gehen. Das ist auch eine großartige Apfelwein-Kneipe. Da gibt es, glaube ich, viel Auswahlmöglichkeiten. Ich habe jetzt keine spezifische am Schweizer Platz oder wie auch immer, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt mein keine Werbung machen für irgendein Aber draußen ja. Vielleicht. Draußen kann man doch auch eigentlich super entspannt sitzen. Ich glaube, das vergisst man in Frankfurt, dass es echt schöne Plätze gibt. Frankfurt ist immer diese Drogen-, Banken-, Kriminalitätsstadt. Ich habe immer das Gefühl, dass andere Volta, wenn die noch nicht in Frankfurt waren, das auch denken und immer denken, wir sind so das asozialste Team. Aber eigentlich ist Frankfurt echt schön und wir sind auch eigentlich echt nett. Und es gibt auch mehr als Bank und Kriminalität. Dann perfekt. Es gibt noch eine Anekdote, die ich dazu erzählen muss, ist, dass nämlich mein erster Suff tatsächlich mit Appleboy war und ich nur noch so filmrissmäßige Erinnerungen davon habe, wie ich irgendwie auf der Straße liege. Also deswegen Vorsicht mit Appleboy. Das machen wir nicht nochmal. Nee. Das war tatsächlich, ist schon ein paar Jahre her, aber trotzdem, ja. Frankfurt kann sehr stolz auf dich sein. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Damian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns irgendwie über Frankfurt und Brüssel und was das eigentlich miteinander zu tun hat, zu quatschen. Und falls ihr mehr erfahren wollt, dann geht auf unsere Website. Wir sind bei voltdeutschland.org/Frankfurt zu erreichen. Falls ihr jetzt direkt Bock habt, mitzumachen, weil Damian euch überzeugt hat und ich vielleicht auch ein bisschen, dann geht auf machfrankfurtlila.de. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend euch und am 14. März auf jeden Fall uns das Listenkreuz geben. Perfekt, tausend Dank fürs Zuhören und Zuschauen.